immer noch in Hessen unterwegs. Aber warum? Das hat einen ganz besonderen Grund. Liebe Zuschauer, Sie kennen Weine aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, aus der ganzen Welt gibt es Weine. Aber können Sie sich vorstellen, dass es auch aus dem Odenwald Weine gibt? Ja, das werden Sie wahrscheinlich sagen, nee, das habe ich nicht gewusst. Also, aber es ist so. Und neben mir steht der Chef des Unternehmens. Man sieht die ganze Familie. Vinum Automius. Und er wird sich uns selber auch vorstellen, weil, wie das so immer ist, ich bin immer schüchtern und frage immer so spät nach dem Namen, aber er macht das jetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Mein Name ist Oliver Schröbel, bin Geschäftsführer bei Vinum Ortmundis, die Odenwälder Winzergenossenschaft von der Odenwälder Weininsel. Wer lebt nicht gerne auf einer Insel? Und ja, wir haben 75 Hektar, die von rund 100 Mitgliedern bewirtschaftet werden. An der hessischen Bergstraße, die Toskana Deutschlands, so viel zu Italien, Frankreich. Und ja, machen das schon sehr, sehr erfolgreich. Seit über 60 Jahren gibt es den Betrieb schon und haben ein riesen Sortenspektrum, was wir anbauen. Rot, Weiß und also jede Menge. Für jeden ist immer was dabei. Wie hat denn das da mal angefangen? Hast du vielleicht mal so den Traum gehabt, dass du sagst, wir können da hier mal Wein ausbauen, bevor ich die Weintrauben immer esse? Naja, bei mir ist es so, ich bin deutlich jünger als 60 Jahre, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Aber es war damals ein Zusammenschluss von vielen Umstädter Winzern, die früher den Wein, sag ich mal, im eigenen Keller ausgebaut haben. Die haben dann irgendwann gesagt, auf, wir machen das jetzt mal zusammen und legen die Weine zusammen, bauen die zusammen aus, füllen die ab auf die Flasche, vermarkten das. Und so ist das immer gewachsen. Damals mit ein paar Hektar angefangen und jetzt mittlerweile 75 Hektar. Und ich selbst bin gelernter Winzer, mache den Beruf schon seit 30 Jahren. Also von daher, ja, macht einfach Spaß. Man ist in der Natur, man ist im Keller, man kann am Produkt arbeiten und ist natürlich, wenn so eine tolle Messe ist wie hier in Berlin, direkt am Kunden. Wo findet man euch denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich komme jetzt nicht mehr auf die grüne Woche, weil die Zeit nicht reicht oder sonst irgendwas, kann ich dir den Wein auch in Berlin kaufen? In Berlin selbst haben wir momentan noch keine Abnahmestelle, aber das Internet macht ja heute alles möglich. Wir haben einen eigenen Online-Shop unter vinum-ortmundis.de. Da kann man Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche online bestellen. Auch jetzt über die Messe gibt man einen kleinen Hinweis und dann wird auch kostenlos nach Hause geschickt. Ist überhaupt kein Problem. Genau, also Sie sehen es hier hinten nochmal, damit es wieder wegen der Web-Adresse, na, da geht es dann los. So, also ihr vertreibt es überall, außer in Berlin. Das heißt, ich werde mal mit meinem Kollegen sprechen. Sernas, wir werden mal eine Vertretung in Berlin aufmachen, ne? Genau, er nickt schon, also das weißt du schon, jetzt hast du 9 Weinvertreter in Berlin. Sehr gerne, wir müssen aber erst 2 Jahre testen, reicht das? Das ist kein Problem, ich meine, da läuft mir nichts weg. Wenn wir irgendwann anfangen, fangen wir an und dann ist alles gut. Okay, ja, also und wie kommt man zu euch? Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will euch mal gerne besuchen, würde euch gerne mal auf dem Weingut besuchen oder wie auch immer, gibt's ja, wie komme ich am einfachsten hin? Sag mal, wir sind am nördlichen Rand des Odenwaldes, direkt wer in den Odenwald möchte, nach Erbach-Michelstadt, bekannte Städte im Odenwald, auch Michelstädter Weihnachtsmarkt und so weiter, dann muss man an Groß-Umstadt vorbeifahren. Fernziel ist letztendlich Fulda, Frankfurt und dann noch ein Stückchen südlich, eine gute Dreiviertelstunde von Frankfurt gegen Südosten und dann ist man direkt bei uns vor der Haustür. Ist ganz einfach. Sie können auch mit dem Fahrrad hinfahren, Sie müssen nur aufpassen, wenn Sie über Höchst fahren, kommt der Höchst, der Buckel, da oben muss man einmal drüber, also dann sollte man lieber mit dem Auto reisen. Da sind wir schon dran, vorbei an Umstadt, weil das ist der Höchst, der Buckel ist quasi schon Odenwald, da sind wir und wir sind quasi das Tor dazu, liegt ein kleines bisschen weiter vorher, aber nicht weit. Also, Sie wissen, dass es jetzt auch gute Weine gibt, die gar nicht so weit weg sind und wenn Sie sagen, ich bin unterwegs, dann sollten Sie einfach mal dort vorbeifahren und einfach mal ein Gläschen probieren. Wir werden jetzt hier auf der Grünen Woche mal ein Gläschen probieren. Was schenkst du uns jetzt gerade ein? Ich schenke jetzt hier einen schönen Spätburgunder ein, ertragsreduziert mit 50 Hektoliter pro Hektar, eine Teilmenge auch im Holzfass ausgebaut, was ganz was Leckeres. Gut, dann würde ich sagen, Sie machen sich einen schönen Nachmittag oder schauen noch ein bisschen zu und wir drängen uns jetzt ein und sagen, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl.